So, einmal ein kleiner Begrüßungstanz. So. Wunderbar. Wo müssen wir hin? Und warte mal. Erbe der Baden. Tarnalan. Kein Knochenbruch. Reisen wieder um die halbe Welt. Ja. Bringst du dich ja alleine durch oder hast du deine Sidekicks dabei? Meine Sidekicks kommen dann, wenn sie Zeit und Laune haben. Also ich prüge mich erstmal alleine durch. Und hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Zu so später Stunde. Wo musste ich jetzt hin? Nein, das ist das Falsche. Geht dahin. Dahin. Und guck mal mit dem Finger. Da bin ich im Arsch. Ich will nicht wissen, in welchem. Das geht uns auch gar nichts an, Kaya. Wollen wir nicht wissen, in welchem Hintern du bist? Wirklich. Widerlich. Ich hätte gerne eine detaillierte Beschreibung. Das auch nicht mehr. Das weiß ich bei dir nie so. Außerdem solltest du unbedingt mal mit den Frau LP aufhören. Das macht mich wahnsinnig. Sonst nenne ich dich in Zukunft auch nur noch Arschkrampe. Oder Sklave. Sklave passt besser. Leibeigener. Hauself! Du bist ein Hauself! Ja, was denn? Ach, die. Steinbock-Männchen und Steinbock-Weibchen. Ja, okay. Dann töten wir einfach ein paar Steinböcke. Soll auch nett sein. Ja, können wir machen. Kannst dann ja gleich schon mal in den Mod Quatsch, Dingens da reingehen. Ich bin dann auch fast sofort da. Wird auch noch. Ja, das mit dem Besprechen, das machen wir morgen. Da haben wir uns für morgen verabredet, quasi. Hinten ist auch noch was, ne? Im Südwald müssen wir auch noch was abgeben. Aber einmal Südwald. Huch.
Wir kommen zurück zu Winona. Wir flattern los. Dächen. Ich habe wieder 10 Mal den neuen Trailer geschaut. Echt? Ist ja so gut. So, warte ab. Wann kann ich wieder zu dir? Ah, okay. Stufe 45. Keine Angst, ich komme da gleich rein. Bin fast sofort bei dir. Ich muss gerade erstmal nur umorganisieren. Was Liedbalken erweitern? Oh, singst du die Hymne der Krieger, so erwacht dein Liedbalken zum Leben. Er zeigt dir, wie lange der Effekt deines eben gesungenen Liedes noch anhält. Während der Hymne aktiv ist und virtuoso durch deine Fähigkeiten ausgelöst wird, ändern sich das Auto-Attack-Intervall und die Reaktivierungszeiten von Waffenfertigkeiten. Singst du die Ballade des Weisen, so erwacht dein Liedbalken zum Leben. Er zeigt dir, wie lange der Effekt deines eben gesungenen Liedes Fähigkeiten ausführst, wird sich die Reaktivierungszeit für Adalas und tödlichen Regen. Gott, das werde ich mir niemals merken. Geht um FF14, Kaya. So, warte mal. Ich aber raus switchen. Rein switchen. Hoffen, dass ich jetzt hier nicht. So. Buch. Hallo? Ich weiß nicht, ob er mich. Ah, er hört mich. Jetzt hört er mich. Ich, ja. Ja. Ja, nein, doch. Oh. Ich höre you. Das ist gut. Ich dich leider auch. Ja, gut, da gehe ich wieder. Schönen Abend noch. Das ist ja gar kein Problem. Nein, bleib. Ja gut, zieh da, ne? Dann hau mal rein. Ey, ich hab nur das Kostüm von ihm geklaut, ja? Ich hatte nichts anderes zum Anziehen. Ey, im Notfall geht auch das. Scheiße, warte mal. Es geht sofort weiter, keine Angst. Ich wollte nämlich noch was machen vorher. Was ich mal wieder komplett verpeilt habe. Weil ja, ich mit anderen Dingen beschäftigt war schon wieder. Ich mach ja nichts. Ich glaube, diese Wahrscheinlichkeit, dass ich mir mal merke, was ich eigentlich vorhabe. Ich muss echt mal so eine Liste machen, was ich machen möchte und was nicht. Aber mir immer vorwerfen, dass ich alles vergesse. Du vergisst ja auch alles. Ja, aber das tut doch... Ja, schon. Egal. Ja, was wolltest du machen, die dicke Katze springen? Nee, das seht ihr gleich, was ich machen wollte. Hoffentlich, dass ihr das seht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ihr das seht, aber ich hoffe es. Ich habe die Hoffnung, dass es gesehen wird. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber mal gucken. Bäm, Stern geholt. Weil ich hatte mir nämlich vor einiger Zeit etwas rausgesucht. Danke, Daddel. Neuer Song, bis Stufe 52, 30 Sekunden Ballade, 30 Sekunden Hymne, 20 Sekunden Pause. Ach Gott, das werde ich doch wieder vergessen.
Das werde ich doch wieder vergessen. Deswegen hat das ja geschrieben, dass du es dir wieder ansehen kannst. Ja, nur so lange, wie der Stream verfügbar ist, ne? Er, sie, ich weiß es nicht, sorry, deswegen sage ich jetzt einfach mal, er, sie hat mitgedacht, du nicht. Ich denke sowieso nicht mit, zumindest nicht bei diesem Spiel. Wo ist das denn, was ich suche? Ey, sonst sagst du mir das, ey, sonst bist du nie so ehrlich. Ich bin immer ehrlich zu dir. Gott, ist das schon spät. Ja, echt? Ja. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ich bin jetzt geradezu bis da, wo ich hin wollte. Ja, Ich bin da, wo ich hin wollte, endlich. Korrekt, Adel. So lassen wir das einfach mal im Raum stehen. Ja, das ist angenehm, dass ich mal den Chat mitlesen kann, wenn ich nicht irgendwas nebenbei zocken muss. Also, muss nicht, aber... Aha, es ist für dich also ein Zwang, hä? Scheiße, ist das spät. Oh, aha. Ich krieg gerade einen Anruf rein. Ach komm, ey. Oh Gott, was ist das für eine Lache, ey? Eine sehr gestellte. Ja, ich glaube auch. So, warte, geht sofort weiter. Morgen wieder Bingo Boffin, ne? Ah ja, wieder Bingo Boffin. Fuck, ey. Das. Oh, ich krieg jetzt schon wieder Haarausfall. So. Jetzt habe ich eine Glatze. Was? 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 Ja, was? Wegen Bingo Boffin habe ich demnächst echt noch eine Glatze, ey. Dieser Moment, wenn man alles möglich gerade einstellen muss, ey. Ich hasse es. Dann lass es doch einfach. Nee, jetzt bin ich ja schon dabei. Ja, dann... Wir haben es gleich. Ja, das ist immer dieser Moment, wenn man auf den Code wartet, den man eingeben muss und der dann nie pünktlich kommt. Was stellst du denn da gerade um? Das siehst du gleich. Beziehungsweise du siehst, ihr seht gleich, was ich gemacht habe. Weil ich noch was dafür übrig hatte. Für das, was ich gerade getan habe. Die Frage ist nur, wann... Was hast du getan? Die Frage ist nur, wann das passiert, was ich gerade tue. Es kann sein, dass das Stunden dauert. Was hast du getan? Die große Frage ist, was habe ich nicht getan? Daddel wird's freuen. Das klingt so dramatisch, deswegen folge ich. Wobei, ich glaube, Daddel wird mich eher hassen. Ich guck mal gerade bei Stream Elements, hast du hier irgendwas umfassend? Nein, da habe ich nichts gemacht, alles gut. Das war ein Scherz. Selbst wenn, ist doch deine Sache, meine Güte. So. Okay. 10H? Jetzt ist natürlich was? Nur die Frage, wann, wie, wo, was. Kann sein, dass ich auch einmal ganz kurz raustappen muss. Daddel, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ey! Man kann sie dir nicht zusammen mit Grillspieß. Am besten noch quer in den A. Wie, wo, was, weiß Obi. So, jetzt ist die Frage, warte. Okay, es hat zumindest geklappt, was ich wollte. Aber die Frage ist, wann passiert das? Keiner weiß, was du eigentlich überhaupt gemacht hast. Wahrscheinlich weißt du es nicht mal selber. Doch, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe was gekauft. Von etwas, was ich noch hatte, an Guter. Nein, ich habe geguckt, ob ich noch Steam-Guthaben hatte. Warte, wer ist das denn? Das ist Kaya, mein Mod. Mein Kompagnon. Mein... Der Kerl, der mir den Arsch öfters mal rettet in irgendwelchen Spielen. Ist dem so? Ja, in der Regel. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz... Also Luna, wenn dir meine Stimme nicht passt, ich gehe, das ist kein Problem. Also wirklich. Ich muss mich einmal ganz kurz ausloggen. Habe auch auf Freunde eingestellt. Ich logge mich gleich wieder ein. So, lass mal wieder. Also das eine dauert, das andere... Sollte eigentlich das? Du alter Energy-Suchti, ey. Was denn? Und ich lock mich gleich wieder ein. Keine Angst, alles. So, rein, wieder raus. Das ist gut, also rein raus spiel. Wie, du brauchst mich. Nein, du brauchst sie, du brauchst nicht mich. Oh. Ich bin verwirrt. Auf achtfache Art und Weise. Es gibt doch Menschen, die dich brauchen.
Ich brauch dich. Ich muss mal Kaya etwas Gutes gönnen. Kaya, du wunderbarer Mensch. Schließe deine Augen und siehe das Auenland. Es steht in Flammen. Freiende Hobbits rennen umher. Oh no. Adel, ich liebe dich. Boah, ihr nehmt euch ein Zimmer. Geil. Nehmt euch ein Zimmer. Er sagt das, was ich denke. Ehrlich. So, okay. Oh, endlich mal einer, der mich versteht. So, jetzt dauert's ein paar Stunden. Ich denke mal. Warte mal, ist morgen nicht mein freier Tag? Du da! Was? Du? Morgen freier Tag? Ja, ah. Ich sehe Luna vor mir. Ah, guck mal, Luna. Im Spiel. Was hast du dir gegönnt? Ich habe mir ein Outfit gegönnt und ich habe mir ein Reittier gegönnt. Weil ich noch Guthaben auf Steam hatte. Ich wollte nur wissen, wie viel Guthaben ich auf Steam noch habe. Damit ich mir das kaufen kann. Ich habe jetzt meinen letzten Cent auf Steam ausgegeben. Ey, du alter Shopaholic, ey. Ich kann da nichts für. Dafür brauchst du mich. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Entschuldigung. Du hast verstanden. Ja, Luna, ja. Was denn? Ich werde das haben, was ich geholt habe. Was ist denn eine Piepshow? Ich? Nee. Ich doch nicht. Ja, nee, du doch nicht. Ey, ja. Um Gottes Willen. Wollen wir mal meine Axt ausprobieren? An wen? Oh Gott. Ich hab grad so ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Ja, warum? Wahrscheinlich will sie an mir ausprobieren, nicht an dir. Also bist du doch in Sicherheit. Weiß ich noch nicht. Nein, Daddel, nicht an Daddel. Daddel ist in Ordnung. Das geht nicht. An Daddel. Nein, das wäre nicht nett. Probier sie einfach an mir aus. Was? Nein, dich brauche ich noch. Ja, ich werde das schon virtuell wegstecken. Bis morgen. Warte mal, wo. Scheiße. Wie war das noch mit? Ich weiß beim nächsten Mal, wo ich die Hauptquest weitermachen muss. Wie war das noch? Hat super geklappt, ne? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, ist doch cool. Ja, eben nicht. Ich finde das geil. Ja, ich weiß nicht mehr, wo die Hauptquest weitergeht. Hast du dafür nicht einen Quest-Block? Ja, wenn ich sie angenommen hätte, die Quest beim letzten Mal, dann wüsste ich auch, wo ich hin müsste. Also, ich werde mir das jetzt sowas von merken und würde mir noch einmal bei Fiesta irgendetwas sagen, wenn ich dich an genau diesen Moment erinnere. Fräulein. Hey, guck mal, Luna hilft dir. Mir helfen immer alle. Ja, alleine kommst du auch nicht, klar. Ich bin in diesem Spiel bin ich einfach nur so verpeilt, ich habe noch gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Du bist einfach nur lost. Ey, in FF14 bin ich wirklich lost. Das unterstreiche ich sogar mal. Ich bin einfach nur durchgehend verwirrt, habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich drehe durch in diesem Spiel. Ey, das ist fast wie bei mir im Real Life. Durchgehend verwirrt, keine Ahnung, wo ich hin muss. Nee, wo weißt du das denn? Ich weiß doch nicht, wo ich hin muss. Ein Mondwal. Was ist denn ein Mondwal? Okay, das ist schon. Das bringt mich schon. Aber ich finde den Mondwal finde ich jetzt schon cool. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es cool. Gerade so Land. Der Mondwal ist das, wo ich da drinnen hocke. Ja. Ah. Ich kenne mich mit dem Spiel noch weniger aus wie du selber, also. Ich kenne mich gar nicht aus. Hallo, das letzte, was ich was ich online gespielt habe, war FF11 und das ist jetzt schon. Ich brauche. 10 Jahre her. Irgendwas. Weiß, Obi. Klingonisch? Ah, da hinten muss ich. Es sieht schon klingonisch aus. Kapla, Kaple! Inquisitor! Dead. Das hab ich wenigstens meine Markierung. Warte mal. Genau, Kapla!
Handfeldgruppe? Ich habe wenigstens etwas habe ich durch Vulnona vom letzten Mal gelernt. Ich wollte es gerade sagen, hättest du Luna und Vulnona nicht, dann wärst du wahrscheinlich immer noch am Anfang. Na, am Anfang wieder nicht, aber ich wäre noch nicht auf Level 42. Niemals. Dann wärst du noch bei FF1 online. Entschuldigung. FF1 oder ich glaube, ich wäre am Arsch. Ich wäre buchstäblich am Arsch. Oh, yeah. Ich habe schon gesagt, ich muss mir irgendwas für die Beine einfallen. Klar, dass du lässt dann. Warum nicht? Wo ist denn wohl nur noch? Warte nicht. Vielleicht im Lurk. Oder gerade selber mit irgendwas in FF14 beschäftigt oder so. Ja, doch, bestimmt also wieder hier, auf. Luna, ich würde Spritgeld nehmen. Oder wie man das bei Schokobus nennt. Wir haben hier eine Klasse. Oh, da habe ich zwei Klassen. Ja, ey, komm. Ja, ich weiß es. Mann! Da, Mokri-Postbote. So, lasst mir alle in Ruhe hier. Hallöchen. Ja, da ist die Luna ja mal 10... 13, 14. Klappe! Klappe zu! Ich hab doch gar nichts gesagt. Klappe zu jetzt. Ruhe da auf den billigen Plätzen. Aber. Nein! aus Böse. Ja, pui aus. Der Moment, wenn auf der Packung steht 7-99, aber du das Puzzle innerhalb 3 Monaten schaffst. hier muss ich. Scheiße. Ey, ich bin so lost in dieses Spiel. Warum tue ich das? Warum? Ja, toll, das andere ist jetzt auch noch da. Seit dem Vorfall mit dem Destillierapparat bin ich mir sicher, dass Inquisitor Guilain alles in seiner Macht Stehende tun wird, um das Misstrauen... Oh, scheiße. Misstrauen der Ritter gegen uns zu schüren. Solange er uns im Weg steht, haben wir mit unserer Suche wenig Hoffnung auf Erfolg. Ich mach das gleich mit den Kniebeugen. Ich will nur kurz durchlesen. Wir sollten mehr über ihn in Erfahrung bringen. Hör dich doch einmal bei den Leuten hier um. Vielleicht findest du heraus, welche Pläne der feine Herr Inquisitor tatsächlich verfolgt. Beratschlage dich dann draußen im Hof mit Alfino. Er ist ein schlauer Bursche und hat sicher eine Idee, wie wir die Informationen über Guilain gegen ihn verwenden können. Ja. So. Ja, warte, Nima, jetzt muss ich einmal Kniebeugen machen. Ja, deswegen habe ich kurz gerade gewartet, bis du es gelesen hast. Sehr freundlich von dir. Ja, so höflich zuvorkommend, nett, lieb. Kennst mich doch. Ja, das ist aber selten der Fall. Das weißt du schon, oder? Du hast einen Wunsch. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich dir. Schieß Kaya los. Kaya kann Wünsche erfüllen. Was? Ich bin doch kein Genie. Doch, klar. Luna, was ist denn einmal Luna Paten? Ich weiß gar nicht genau, was du damit meinst. Luna Paten? Was ist das? Was ist Paten? Warte, ich muss einmal zum. Ach, streicheln! Ja, kriegst du von mir. Ich möchte nicht nochmal. Ach, Pat-Pat, ja, das kenne ich, ja, Luna. Pat-Pat. So. Wo ist es? Nee, warte. Wo hab ich's hingepackt? Scheiße. Da ist es. Möchtest du nur nochmal, Alter? So. Warte mal. Tada! Willst du mir aufhören, mir so ins Ohr zu schreien? Das wäre echt sehr, sehr liebreizend von dir. Pat-Pat ist sowas wie Knuddeln, Streicheln. Das ist Pat-Pat. Ich hab die fette Katze. Guck mal, Daddel. Ich hab die fette Katze. Ja, wir haben beide die fette Katze. Wenn du darauf abgehst, ey. Ja. Ja, seit ich die bei Luna gesehen habe, wollte ich die fette Katze haben.
Ich dachte schon, du freust dich über das fette Schokobrot. Nee, mit seinem Beinchen, wenn der springt. Die fette Katze ist besser. Oh Gott. Nee, das ist tatsächlich was anderes. Aber ja, hätte sie trotzdem mal verdient. Stimme ich zu. Sicher, dass das eine Katze? Sicher, dass das eine Katze sein soll? Ja. Ich finde eher, das sieht aus wie ein Hamster. Ja, ich sehe es, Daniel. Ey, wenn das eine Katze sein soll, ne, dann bin ich ein Karpfen. Boah, Das ist tatsächlich eine Katze. Hier, guck, fette Katze. Ja, für mich ist es ein Hamster, Daniel, ohne Scheiß. Kaya, der Karpfen, okay. Oh, meine fette Katze, ey. Ich finde die geil. Vor allem. Drei in einer Reihe. So aus biologischen Aspekt gesehen ist das nicht gut, dass sie übergewichtig ist, ne? Oh doch, das soll so sein, das gehört so. Hallo, möchtest du, dass Salem oder Gizzy so aussieht? Ja, das ist aber ein Unterschied, ob das echte Katzen sind oder ob das Ingame-Katzen sind. Ja, das ist mir schon klar, dass das ein Unterschied ist. Aber trotzdem. Oh, Fenona ist auch da. Jetzt haben wir den Trupp ja zusammen. So, vier fette Katzen. Ich habe nur einen Pegasus, Volnona, der ist schöner als alle drei fette Katzen, vier fette Katzen zusammen. Das sind vier fette Katzen. Ja, ich habe mich doch korrigiert, Entschuldigung. Ich fette das geil. Oh, das Ding finde ich toll. Ich fette das auch geil. Oh Mann, das geht doch schon wieder gut los hier. Das wäre doch mal ein cooler Screenshot. Das wäre doch mal ein cooler Screenshot. Habe ich. Wink mit dem Zaunpfahl. Kann ich dann noch so bearbeiten, dass das Ganze drüber rum weg ist. Man kann das sehen, ich meine so für immer. Die Gnade, die aus der Leben vorbei rauschen, schwingen für alle Zeit durchs All. Können aufgefangen und angeschaut werden. Die vermehren sich ohne Frauen. Oh, Kaktor! Ja, der Kaktor ist auch cool. Wie geil ist das denn? Und vor allem der kleine Schokobo, der da, ne, auf dem einen Arm hockt. Scheiß auf den Schokobo, Kaktor! Also, ich liebe Kaktor. Also ganz ehrlich, jeder, der uns sieht, ne, der denkt auch so, Alter, die haben sie doch nicht mehr alle. Ich bin nur Gastarbeiter, ich hab keine Ahnung. Ich bin der Gastarbeiter. Das sieht doch aus, ey. Oh, scheiße, ey. Wow, was ist das denn? Dieser Löwe da hinter euch, das ist ja krass. Was war das denn? Ja, der Löwe war geil. Ja, da kommst du mit deiner fetten Katze nicht hinterher. Nee. Hab den Screenshot gesehen. Also, warte, guck ich mir sofort an. Ah, wie cool! Wie cool! Danke, Luna! Screenshot kann ich dir nachher auch zeigen. Wem, mir? Ja, dir. Ja, da bitte ich doch drum. Oh, ja, dieses blaue Viechchen, das möchte ich auch haben. Aber ich wollte erstmal die fette Katze haben. Das ist eigentlich einzig und allein für Karbunkel. Karbunkel oder Karfunkel, je nachdem, wenn man es aussprechen mag. Das ist auch mag. Cool. Dieses Robo-Viech. Das könnte tatsächlich einer sein aus FF6. Da sind sie doch am Anfang mit diesen Robotern unterwegs. Das weiß ich nicht. Oder es hat einfach keinen Bezug zum anderen FF-Teil. Das kann auch sein. Aber da möchte ich mir das nicht sagen. Nee, das waren noch. Da waren doch eigentlich noch solche Kuppeln drüber, oder? Bei FF6, oder? Nein. Das waren so Mechas. Ja, ja. Aber ich dachte, die hätten da noch irgendwie so eine Kuppel drüber gehabt oder sowas. Keine Ahnung, wie also, das war also, jetzt nur so mein erster dran. Gedanke.
Das war jetzt nur so mein erster Gedanke, wo ich das gesehen habe. Das muss jetzt nicht unbedingt stimmen oder so. Also, kennst du, ich hab's auch nur gesabbelt. Du sabbelst viel. Und hier ist noch was Fettes für Daddle. Ja! Wenn das nicht so mal zu verdanken ist, was, was dann? Spring mal! Ui! Mit den Beinchen, ey, es ist so geil, das Spiel, ey. Die Beinchen sind da aber, oder? Der Chubby Chocobo. Oh, geil, er ist einfach herrlich. Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich hatte keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich liebe dieses Spiel. Du hast in keinem Spiel Ahnung, was du tust. Doch, in Fiesta habe ich Ahnung. Das kannst du nicht abstreiten. In Fiesta habe ich tatsächlich mal Ahnung. Ja, gibst du vor zu haben. Ja, das stimmt. Dem stimme ich ja, zu. Ja, und wer hat dich denn bisher so gut da durchgelotst? Und wer will denn, dass ich mitspiele? Ja, ich. Ja, also. Ja, siehst du. Ja. Ja. Und? Ja. Du kannst ja wohl nicht sagen, dass ich dich da nicht gut durchlotse. Ja, dann mach mal Feierabend. Was? Jetzt oder nicht? Ist doch erst. Wie geil. Was? Was? Ja. Was? Ja, schnopp dir mal das Näschen. Und das ohne Alkohol. Das macht nur der Energy. Periperioda. Gott. Man gebe mir kein Energy. E-Drinksverbot. Ey, nee, da mach ich nicht mit. Nee. Ich versuche ihr das auch abzugewöhnen, aber irgendwie. Irgendwie sieht er wie lame. Hallo. Ey, jetzt halt gehen. Ja, halt. Trink lieber. Nee, guten Tee. Nee, guter Tee ist eklig. Chai-Tee, der ist lecker. Inquisitor Guillaume. Ja, natürlich kenne ich ihn. Allerdings habe ich ihn nur ganz kurz persönlich getroffen. Und zwar vor einigen Monaten bei seiner Ankunft an der weißen Felsfront. Beschmeißt du mit Grund. Hallo! Meine Erinnerungen sind etwas schwammig. Hallo. Aber ich weiß noch, dass in jener Nacht ein beißender Schneesturm tobte und ich zur Nachtwache eingeteilt war. Plötzlich vermerkte ich vor dem Osttor in schwachem Schein der Feuerschalen eine Gestalt. Ich ging hinaus, um nachzusehen, wer sich dort zu so später Stunde herumtreibt, und stieß auf den Inquisitor, der gerade angekommen war. Vor Überraschung muss ich unachtsam geworden sein, denn ich rutschte aus und verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, waren einige Tage verstrichen und ich lag hier in diesem Bett. Inquisitor Guillaume hat mich ins Hospital getragen und mir dadurch das Leben gerettet. Hoffentlich kann ich mich bei ihm bedanken, sobald ich wieder auf den Beinen bin. So, ich möchte aber einmal, ein einziges Mal möchte ich ganz kurz... Warte. Dann geht er so hier. Was möchtest du denn? Warte mal. Ich teleportiere mich dann einfach da wieder zurück. Was möchtest du denn? Das siehst du gleich. Ich möchte etwas ganz Besonderes, ganz Tolles machen. Das ist überhaupt nicht toll. Doch, es ist toll. In dem Fall ist es wirklich mehr toll. Ach, das ist so toll. Es wird richtig toll. mein Sound-Ding ist, da taucht etwa 10 Minuten später auf. Okay. Echt? Seltsame Sache. Muss ich mal nachgucken. Ich warte jetzt immer noch auf das Tolle, was du machen wolltest. Ja! Oh ja, Entschuldigung, ich wollte ja nur mal nachfragen. Nee! Ey. Chill mal! Nee! Chill mal deine Base! Was willst du, Digga? Du kleiner Karfunkel! Was? Was? Warte mal, ich weiß nicht, ob ich das hier... Ja.
Yep. Yep. So, warte mal. Müsste dann ja eigentlich... Ah ne, hier ist es nicht drin. Was gerade ist das? Was für ein... Ich ohne Scheiß, was machst du denn da? Ja. Das siehst du, was ich gleich mache. Was ich gerade mache. Baby Joghurt. Achso, warte mal. Nee, das eine war Fett, was ich ja gemacht habe. In 10 Stunden später. Hetz mich nicht. Ich hetz dich nicht. Ich hab nur angemerkt. Ah, immer noch nicht fertig. Oh mein Gott. Nein. Ich hab's gleich. Das macht's nicht besser. Ich hab doch gar nichts gesagt. Bin ganz unschuldig. Du bist nie ganz unschuldig. Oh yeah. Oh mein Gott. Was? Oh, unser Tag. Also mein Tag war eigentlich relativ entspannt. War vorhin bei Freunden. Bisschen gegrillt, bisschen was getrunken. Du hast Freunde? Ja, hab ich. Das ist aber seltsam. Die kennst du sogar vom Hörensagen. Das für mich. Nein. Und wie war dein Tag, Dattel? Jetzt siehst du, was ich gemacht habe. Ich habe endlich was anderes zum Anziehen. Ja, das sieht aus wie eine untervögelte Sozialarbeiterin. Herzlichen Glückwunsch. Nein, es sieht cool aus. Gut, warte mal. Löschen als Mod. Mod entfernen. Blockieren. Timeouts verhängen. Das machst du nicht. Und wie ich das mache. Mach die Augen zu, dann siehst du, was ich mache und was ich nicht mache. Nein, das machst du nicht. Weißt du doch gar nicht. Ich weiß, dass du das nicht machst. Ich nehme das doch auch zurück, Mann. Das war doch nur so eine Hergefasel. Weißt du? Zieh mal was anderes an. Zieh mal das Ding und das und das aus. Mach das und das. Hab ich doch gar nicht gesagt. Doch, hast du. Zieh mal dieses Zitat-Outfit aus, hast du gesagt. Ja, das habe ich schon vor 5000 Streams gesagt, aber jetzt doch nicht. Das zählt rückwirkend. Ich finde, von hinten sieht das so ein bisschen aus wie Dings, wie Beatrix aus FF9. Echt? Finde ich schon. So ein bisschen halt. Ach, geht. Geht, ne? Was auf wen ich meine? Ich denke schon. Diese Stille. Guck. Ich finde, das sieht echt aus wie Beatrix. Ja, wo soll ich denn gucken? Ja, da wo... Oh. Ich dachte, du weißt, wen ich meine. Da musst du doch jetzt irgendwo nachgucken. Ja, ich gucke ja auch nirgendwo nach. Oh. Du sagst, guck, ich sag, ja, wo soll ich denn gucken? Ja, nee. Oh. Ich kann ja nicht gucken, wenn es nichts zu gucken gibt. Ja. Wenn ich denke, ich weiß, wen du meinst, dann brauche ich ja nicht nachgucken. Verstehst du? Oh. Fette Katze. Du bist anstrengend. Nee, gerade eher du. Weil ich nicht weiß, was du gerade meinst. Nee, ich doch auch nicht. Ist doch alles gut. Hier siehst du. Oh Gott, das reizt sich schon mit der fetten Katze, ey. Ich werde jetzt bis an mein Lebensende auf dieser fetten
Katze reiten. Das ist echt so eine Mischung. Das ist echt so eine Hamsterkatze, ey, ehrlich. Die ist niedlich. Ich finde die super. Oh. Die kann Fallschaden? Nö, scheinbar nicht. Moment doch, oder? Nee. Nee. Ey, guck dir mal diese kurzen Stummelbeinchen da an. Ja, ey. Komm, ey, bei dem hier ist es nicht besser. Mit dem Stummelbeinchen. Jetzt, ich weiß, wie der fette Schoko. Oh, ja. Aber die sind immer noch länger als die von der fetten Katze. Ja, aber der Schokobo ist fetter als die fette Katze. Ja, der Schokobo ist ja auch größer. Verstehen? Das ist ein Argument, ne? Es kann ja auch sein, es hätte ja auch sein können, dass die Katze größer ist als der Schokobo. Der Schokobo nur klein ist. Ist das schon spät? Du weißt, dass du mit mir solche Diskussionen nicht anfangen brauchst, oder? Ist das schon spät? Du weißt, dass du solche Diskussionen mit mir nicht anfangen brauchst. Ach Gott, das ist ja schon wirklich spät, ey. Mann. Ja, guck dir lieber die komischen Chinchilla an. Wieso? Also sieht kein Chinchilla aus. Hey, ich hab doch jetzt gar nichts über Chinchillas gesagt. Also, jetzt bist du aber frech. Ich hab gesagt, guck dir mal den Chinchilla an. Das heißt ja nicht, dass du vorher was von einem Chinchilla gesagt hast. Ich hab was von einem Chinchilla gesagt. Ich mag keine Chinchillas. Ja, ich mag auch keine Chinchillas. Also, Chinchillas sind süß, aber ich mag sie nicht als Haustiere. Ja, viel zu kompliziert zu halten. Sollte man auch nicht. Man sollte eigentlich auch keine Hunde oder Katzen halten. Ja, theoretisch. Dann sag das mal Sina. Wieso? Du hast Sina doch geholt und nicht Sina dich. Ja. Aber ich bin dieses Jahr seit 10 Jahren ihr Papa. Ich glaube nicht, dass das anders sein wird. Wahrscheinlich denkt sie sich einfach nur, wer ist dieser große, hässliche, fette Kerl? Ach, deswegen beachtet sie mich nicht. Ja, das kann natürlich hinkommen. Es scheint irgendwie alles besser zu sein als das. Dieses Ding, diese dicke Katze. Ich hoffe, ihr bekommt meine Augen von Lunas und Minolas Auftritt gereinigt. Hey. Die Heilige Inquisition untersteht direkt der päpstlichen Kurie. Damit besitzt sie eine unanfechtbare Autorität, obwohl sie nicht direkt zu den großen Ritterhäusern gehört. Mehr kann ich dir darüber nicht erzählen. Ja, das ist ja viel. Viel und zwar sowas von nichts. Was ist Goma? Goma ist eine Droge. Das ist kurz. Ah, das ist so ein, also ja. quasi wie das Spice in Dune. Okay, verstehen. Ja, das sind diese Khajiit, diese Katzenwesen, die gehen da voll drauf ab. Also nicht nur die, aber vor allem die. Die bauen das auch an und so weiter. Also auch Salem und Gizimon. Das sind ja keine Katzen aus Elder Scrolls. Skoma gibt's ja in dem Sinne nicht wirklich. Glaube ich. Hoffe ich. Einfach umfallen. Oh, das kann ich auch. Ja, aber wenn du umfällst, dann erzittert ja die Welt. Dann bricht ja alles um dich herum zusammen. Nein. Ja, doch. Hallo? Hi, wie geht's? Wenn ich jetzt hier umfallen würde, als würden höchstens die Ratten im Keller hören und dann war's das auch. Ja, ist das ja schon schlimm genug? Wenn dann die Ratten tot auf dem Rücken liegen und dann nur noch so ihren letzten Atem aushauchen? Wenn ich das nicht sehe, ist mir das relativ. Aber du riechst das irgendwann, wenn sie verwesen. Ihre Leichen zu hochgraben. Wann bin ich mal im Keller? Das letzte Mal war, wo Wasser im Keller war. Das weißt du auch. Woher soll ich das denn wissen? Weil ich es geschrieben habe. Ach, und sowas merke ich mir? Nein, natürlich weiß ich das noch. Ja, nee, die erste Antwort ist immer die richtige. Oh Mensch, dann bei dir ja auch immer. Nein, bei mir nicht. Das zählt nicht. Okay.
blockieren, Mod entfernen. Ja, dann noch allen einen schönen Abend. Eine schöne Nacht. Ich bin dann mal weg. So. Mhm. So. Wo ist denn das X? Da ist Wo ist denn das X? Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, wer hat dir das X versteckt? Ja, wo ist es denn? Hat an dem Sack gedreht. Wer hat woran gedreht? An der Uhr. Hörst du mir nicht zu? Ich hab grad was ganz anderes verstanden. Ja, das ist die Übertragung vom Internet. Das läuft nicht so gut. Ja, ja. Das ist anders mit den Chancen. Wir haben da von Mutti so einen Kopfschein. Nein. Einfach nur nein. Och, da hat Daddel recht. Das ist sogar mehr wert als der Perso und der Führerschein. Du hast doch nicht mehr Führerschein. Ja, aber ich habe einen Perso, der schon seit 3 Jahren abgelaufen ist. Ja, siehst du, also hast du noch nicht mehr Perso, Der ist auch ganz aktuell. Siehst du, also ganz klein mit Mut. Rechte gleich null. Gut, wissen wir Bescheid. Also offiziell existiere ich eigentlich gerade gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber es ist doch so. Ja, und so ist das. Ne? Ja, so, jetzt mal Sache halten. Ich hätte mich wärmer anziehen sollen. Hier in Kottas ist es kälter, als ich erwartet hatte. Ich hatte gehofft, wir würden die Enterprise schneller finden. Wir haben uns zu sehr in lokale Probleme verstricken lassen. Wir dürfen uns nicht länger von diesem intriganten Inquisitor aufhalten lassen. Er ist die letzte Hürde zwischen uns und unserem Ziel. Er ist zweifellos ein angesehener Mann. Doch ich vermute stark, dass er eigene Pläne verfolgt. Warum sollte er uns sonst derart behindern wollen? Ich kann das lesen. Das ist dir bewusst, oder? Oh, scheiße. Also, Timeout. Geht das überhaupt? Danke, Dattel. Ich kann dir sogar, trotz dass du Mod bist, könnte ich dir tatsächlich einen Timeout versetzen. Mach ich natürlich. Mach das einmal. Und wir gehen getrennte Wege. Hallo? 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 Was ist das so für ein Stream, ey? Warum lachst du so? Hast du mir jetzt echt einen Timeout verpasst? Nein, hab ich wirklich nicht. Nee, hab ich nicht. Das kannst du ja ausprobieren. So, X. Nein, ich hab dir keinen Timeout. Ich hab dir wirklich keinen Timeout versetzt. Du kannst es ja ausprobieren. Nein. Alles der cool, Timeout würde 2 Minuten gehen. Das ist ja jetzt wahrscheinlich ja auch. Kannst du es ausprobieren? Alles gut. Nee, stimmt. Wenn ich den Timeout versetzt hätte, dann wären deine Nachrichten, glaube ich, auch durchgestrichen. Komplett. Siehst du? Ich hätte keinen Timeout versetzt. Ja. Vielleicht können wir ihn irgendwie aus der Reserve locken. Ja, das wäre ja ganz, ganz annehmbar, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass das geht. Was, dass ich einen Timeout verhängen kann an Kaya? Doch, das geht. Na klar, sie hat ja die absolute Macht. Hast du die halbe Macht und sie hat die absolute Macht. Du hast sogar mehr als die halbe Macht. Ich habe dir fast alle Admin-Rechte gegeben. Fast. Ja, aber du hast halt... Das Einzige, was ich halt machen kann, ist auf die meine eigenen Statistiken und so weiter. Und also ich bin Darth Vader und du bist Imperator Palpatine. So. Ich bin aber nicht so hässlich. Also ich bin hässlich, aber ich bin nicht so hässlich. Nicht hässlich, das war jetzt nur als Machtvergleich. Also vom Charakter her. Hallo, das war jetzt als Macht. Hallo. Ja, aber ich möchte auch nicht die Macht von ihm haben. Nein. Hallo. Aus. Nein. Du. Nee. Ich bin Simba. In weiblich, natürlich. Was hat der mit Macht zu tun? Er ist der König der Tiere. In König der Löwen. Macht. König. Mufasa. Sag es nochmal. Mufasa. Mich zählt das, wenn ich nur seinen Namen höre. Sag es nochmal. Mufasa. Ah, schön. Imperator Messer. Imperator Messer. Ich dachte eigentlich, es kommt Imperator Kaya, aber naja, gut. Ja, die Hoffnung weiter. Steht zu. Die Hoffnung stirbt zuerst. Frühstück zuerst. Oh Gott, König. Was hast du denn gegen König der Löwen?
Ey, ich gar nichts, ich mag den Film. Nicht du, Daddl, weil da schon wieder Punkt da steht. Und das bedeutet bei ihm meistens nichts Gutes. Ey, mir ist von Malheur passiert. Du sollst du nicht in die Hose machen. Nein, das meine ich gar nicht. Mit der Luftschleuse. Ja. Hab ich ja schon erzählt, ja, ne? Weiß ich nicht. Nicht? Weiß ich nicht. Da wollte ich eigentlich schreiben. Luftschleuse. Ach, doch. Stimmt. Aber ich hab. Ja, die Lustschleuse. Mann, ist das pervers. Die Lustschleuse. Darf ich mal an ihrer Lustschleuse schnuppern? Was? Kimber, weißer Löwe, nicht eure Secondhand-Firma. Ja, okay, ja, aber trotzdem, König der Löwe ist trotzdem cool. Kimba der weiße Löwe. Auch wenn's geklaut ist. Der Bericht des verwundeten Ritters über die Ankunft des Inquisitors, Gulain, hat mir zu denken gegeben. Was hatte der Inquisitor vor dem Osttor zu suchen? Er hätte vom Westen kommen müssen. Und wenn wir wirklich einen Schneesturm tun, wie der Ritter berichtet, hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass der Inquisitor das Westtor passiert. Nur um sich dann von dem Osttor die Beine zu vertreten. Das finde ich doch sehr verdächtig. Seit unserer Ankunft habe ich niemanden durch das Osttor kommen oder gehen sehen. Sieh dich dort doch mal um und erkunde die nähere Umgebung. Vielleicht findest du Hinweise darauf, was in jener stürmischen Nacht passiert ist. In der stürmischen Vollmondnacht, als der Blitz in eine Jahrhunderte Jahre alte Eiche einschlägt. Das ist tatsächlich aus einem Buch. Ich kann hier noch irgendeine Quest annehmen mit meinem kleinen Chocobo. Was ist das denn? Ey, du und diese. Ey, du mit deiner fetten Katze. Ey. Lass mich mit meiner fetten Katze. Ja. No, da hast du eigentlich recht. Ja, das wird aber immer so weitergehen. Ja, musikalisch, ja genau. Es wird eh nur alles geremaked und... Ja, es wird alles so tausendmal wiederholt. Beste Musik war eh in den 80ern, Punkt. Da habe ich leider noch nicht gelebt. Ist auch nur meine Meinung. Aber so hier, ABBA, Bonnie M, zum Beispiel, alles richtig gut. Ja, dachte ich, hätte gerne in den 80ern gelebt. Aber das war mir leider nicht vergönnt. Ich habe ja jetzt auch so eher so Ende der 80er, wo ich das bewusst mitbekommen habe. Aber das heißt ja nicht, dass man das heute nicht trotzdem hören kann. Ja, aber heute hat man halt andere Empfindungen und. Ne? Nö, ich nicht. Ja, du bist aber auch schon uralt. Ich bin überhaupt nicht uralt. Ich bin zarte 29. Wem willst du das denn erzählen, ey? Wie jetzt? Was soll das denn? Ich bin ja mal schockiert. Und? Ist doch was Neues? Hallo? Ich gehe ja wohl mindestens als 29 durch, optisch. Ich habe dich gerade vor ein paar Wochen gesehen, also... Nein. Danke, Daddel. Danke. Siehst du, der weiß es. Du weißt es auch. Du fliehst vor der Realität. Ach komm, ich kann doch auch nichts dafür, dass mich hier leicht Beschauer direkt anschauen, wenn ich vorbeigehe. Lass mir doch mal eine Illusion. Ja, aber nicht, wenn du eine andere mit reinziehst. Wen zieh ich denn damit rein? Andere halt. Ja, wen? Mit meinem Schokobo kämpfen. Du kannst nicht nur reiten auf einem Schokobo, sondern diesen auch herbeirufen, um an deiner Stelle zu kämpfen. Dazu benötigst du zunächst ein Büschel Gieserblätter. Leibspeise der Schokobos kann bei Händlern erworben werden. Um dein Schokobo herbeizurufen, musst du lediglich die Blätter benutzen. Dein Schokobo kann nur an Orten kämpfen, in denen du auch auf ihm reiten könntest. Also erwarte nicht, dass er dir in den Tiefen von Dungeons wie dem Totenacker Tamtara oder die Kupferglockenmine folgt. Ja, ich kann jetzt mit meinem Schokobo kämpfen. Und so lenkte sie vom Thema ab. Wie geil ist das denn?
weiß, das haben Luna und Winona mir schon erzählt, aber wie geil ist das denn? Wie geil! Bist du fertig? Achso, sehr gut. Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Was denn? Ich habe jetzt auch so ein blödes Pferd bei Herr der Ringe Online. Ja. Rosmarin habe ich es genannt. Ja, ich weiß. Ich weiß, das habe ich schon vollkommen vergessen. Ich habe das irgendwie verdrängt. Aber morgen ist es ja wieder soweit, ne? Ja. Oh Gott. Morgen. Mal gucken, ob ich noch mal meine Antidepressive, ob ich die noch habe. Morgen ist es wieder soweit. Beziehungsweise heute. Stimmt, heute. Ja. So, warte mal. Nein, nicht auf Empfang. Dieser Blatt. Schokobons sind eigentlich geil. Ich mag die Dinger, ehrlich, ey. Da könnte ich mich reinlegen. Ja, mein Schokobo kämpft mit mir. So eine ganze Wanne voll Schokobons wäre schon ganz schön teuer. Wie cool! Ich kann mit meinem Schokobo kämpfen. Oh Mann. Also ich finde das nicht richtig. Nein. Wieso? Mein Schokobo unterstützt mich. Ja. Mein Schokobo rettet mich. Ja, wie soll ich dich denn retten? Soll ich mich jetzt hier mit meinem Strumpfhosenheld einloggen und dir dann helfen oder was? Wieso gehst du eigentlich mal von dir selber aus? Wer meinte dich? Oh. Oh. Ach so. Warum beziehst du eigentlich alles auf dich, ey? Oh. Ja, scheiße, ist das schon spät. Wenn du das Spiel besitzen würdest, dann hätte ich ja gesagt, ne, okay, passt. Aber da du das Spiel nicht besitzt... Ja, wie geht's eigentlich... Cleo? Wie geht's eigentlich Cleo? Cleo wird super. Mhm. Und Salem und Gizmo und so? Alles gut? Ja, sehr schön. Finde ich gut. Es gibt tatsächlich Fallschaden. Und jetzt sogar kleine Schleifchen an der Pfote. Oh Mann. Oh, wie geil ist das denn alles? Die Fliese, die ist getrippelt. Oh, toll. Liebe diese Katze. Ja, und Cleo geht's auch gut, ne? Das hattest du schon. Nee, Salem, Gizmo und Leo. Aber die Katzen. Ne? Allgemein, allen geht's super. Die Soundtablets funktionieren nicht echt. Immer noch nicht? Warte mal. Kannst du mir das einmal aktualisieren? Wenn es aber an der... Also wenn es tatsächlich an der Seite selber liegt, dann kann ich nichts machen. Ich habe es zumindest jetzt bei OBS einmal aktualisiert. Weiß zwar nicht, ob es was bringt, aber wahrscheinlich ja weniger. Das war trotzdem Versuch wert. Einmal abschließen. Satteltaschen. Hat du eine Satteltasche? Benutze sie jetzt im Inventar. Sehr gut. Mit Broadcaster offline. Warte mal.